Volker Behrendt so gewollt. Sie haben es gesehen, 8,85 für Sabrina Maher. Und den Schlusspunkt dieser Weltmeisterschaften wird setzen Martina Jentsch aus der DDR. Sie gehört zu den Ältesten ihrer Mannschaft, bereits 19 Jahre alt, kommt aus Leipzig und ist Mitglied des SC-Einheit Dresden. Da muss sie aufpassen. Damit wird sie mindestens 13 Punkte abgezogen bekommen. Schade für Martina Jentsch und Holger. Eine weitere Medaille, eine Bronzemedaille für die DDR. Und während wir noch auf die Wertung von Martina Jentsch warten, die insgesamt, was die Verteilung der Weltmeisterschaftstitel angeht, nichts verändert, kann man sagen, dass sich die Turnwelt um keinen Deut verschoben hat. Insgesamt gewinnt die UdSSR 6-mal Gold, Rumänien 5-mal. Die zwei dominierenden Turnnationen der Welt bleiben also vorn. Und wenn man einen Blick auf die Verteilung gibt, was die Einzelturner angeht, dann ist Dmitri Biluserchew mit 4 Titeln um einen Titel erfolgreicher als Aurelia Dobre, die es auf 3 brachte. Wir, liebe Zuschauer, wollen uns vorerst nochmal aus Rotterdam verabschieden. 9,425, der siebte Platz für Martina Jentsch. Aber wir werden uns im Laufe